Es ist ein schreckliches Wort. Vergessen. Durch Schlagzeilen über das Alzheimer-Drama Rudi Assauers wurde der Weltöffentlichkeit wieder einmal deutlich vor Augen geführt, welche Grausamkeit diese heimtückische Krankheit mit sich bringt, Alzheimer. Viele Freunde reagierten schockiert. Die Presse, die Medien waren voll davon. Verzweifelt gesteht der einst so lebensfrohe Assauer, der größte Macho der Bundesliga, Schalkes ehemaliger Manager. Auf einmal ist alles vorbei. Kein Mensch kann dir mehr helfen. Ich erkenne sogar alte Freunde nicht mehr. Und dann sagt er, es gibt künstliche Knie, neue Hüftgelenke. Andere freuen sich über das Leben mit einem Herzschrittmacher, aber der Kopf, die Birne, schlimmer geht's nicht. Man vergisst selbst den Pillencocktail gegen das Vergessen einzunehmen. Es ist, als ob ein wunderschönes Farbfoto des Lebens vor einem langsam zerbröselt, sich in nichts auflöst und man kann nichts dagegen unternehmen. Ronald Reagan konnte sich einmal nicht einmal mehr daran erinnern, dass er der mächtigste Mann der Welt gewesen war, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der unweit von hier am Brandenburger Tor vor den Medien der Welt gerufen hatte, Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Er konnte sich an nichts mehr erinnern. Im Buch Jesaja gibt es eine Klage des Volkes Gottes und eine bewegende Antwort Gottes auf diese Klage. Und diese Worte haben ihre Bedeutung bis zum heutigen Tag nicht verloren. Hören wir einmal ganz gut hin. Und ich habe mir heute Morgen einen Wunsch geäußert, dass Yuval nach vorne kommt und zuerst einmal diese Worte aus der hebräischen Bibel liest, denn Jesaja war Hebräer, er war ein Jude. Und wir wollen einmal den O-Ton hören und dann lese ich das Ganze auf Deutsch vor. Yuval, kommst du mal? Vatomer Zion, Azavani Adonai, Vadonai Shechani, Hatishkach Isha Ula, Merachem Ben Bitna, Gam Elet Ishkachna, Vanochi Loeshkachech, Hen Al-Kapaim Chakotich, Chomotaich Negdi Tamid. Und nun werde ich euch das Ganze in Deutsch vorlesen. Jerusalem klagt. Ach, der Herr hat mich im Stich gelassen. Er hat mich längst vergessen. Doch der Herr antwortet, kann eine Mutter Baby vergessen, das sie in ihrer Brust genährt hat? Könnte sie das Neugeborene einfach seinem Schicksal überlassen? Und selbst, wenn das so wäre, könnte ich dich nicht vergessen. Ich vergesse dich niemals. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Deine Zerbrochenheit habe ich ständig vor Augen. Und diesen Worten folgen dann konkrete Zusagen der Hilfe des Ewigen. Kann eine Mutter ihr Kindlein vergessen? Als Sohn meiner lieben Mutter hätte ich energisch als Kind geantwortet, so etwas gibt es nicht. Nein, niemals kann eine Mutter ihr eigenes Kind vergessen. So etwas gibt es nicht. Meine Mutter hatte immer zu mir gestanden, wenn es sein musste, mich sogar gegen Vater und Familie verteidigt. Hat es in der Schule Ärger gegeben und ab und zu kam das mal in meinen jüngsten Jahren vor. Dann ging Mutter in die Schule und brachte die Sache wieder in Ordnung. Wenn ich krank im Bett lag, saß sie in den Abendstunden bei mir, hielt meine Hand und sprach mir gut zu und streichelte die Stirn. Meine Mutter, mich vergessen? Undenkbar. Sie hätte ihr Leben für mich gegeben, dessen bin ich ganz sicher. Ich hatte noch nicht die heute sich häufenden Artikel über Kindesmissbrauch gelesen. Von Müttern, die ihr Neugeborenes aus dem Fenster werfen.
und dann im Garten wie einen Hund verscharren. Ich wusste nichts von Müttern, die ihre Babys umbringen und die Körperteile im Blumenkasten beerdigen. So etwas war mir unvorstellbar. Aber Gott wusste, dass es solche Umstände geben würde. Und er fügt deshalb seiner Aussage hinzu. Und wenn es so wäre, wenn es möglich wäre, dass eine Mutter ihr Kind vergisst, ich tue so etwas nie. Ich vergesse dich niemals. In meine Hände habe ich dich gezeichnet. Ich bin bereit, mein Leben für dich einzusetzen. Diese Worte Gottes sollten wir auswendig lernen. Wir sollten sie beten. Wir sollten sie immer wieder zitieren. Wir sollten das bewusst aufnehmen in unser Innerstes. Es wird uns viel Leid ersparen. Es wird uns Trost geben, Kraft vermitteln in schwierigen Zeiten. Gott hat gesagt, ich will dich, Israel, niemals vergessen. Und Gott sei Dank gilt das auch uns, seinen Kindern. Jahrelang kämpft ich gegen Gott, ran mit Gott, erzählt die New York Times Bestseller-Autorin Regina Brett. Wahrscheinlich geht es manchem Gottesdienstbesucher hier so, vielleicht auch manchem Fernsehzuschauer, dass wir mit Gott ringen, dass wir mit Gott kämpfen, dass so viele Zweifel uns oft erschüttern. Regina erzählt weiter, ich wurde niedergerungen, ich hatte keine Chance. Aber ich raffte mich immer wieder auf und kroch in den Ring für den nächsten Kampf, den nächsten Konflikt. Zwischen den Kämpfen gab ich mich fromm, sehr fromm. Ich versuchte zumindest fromm zu sein, aber ich war nie gut genug. Dann sagt sie, manche Leute haben so einen Weihnachtsmann-Gott. Die Braven belohnt er mit Geschenken und die Schlechten, die Unartigen, kriegen die Rute zu spüren. Mein Gott war nicht einmal ein Weihnachtsmann-Gott, sagt sie. Mein Gott war ein Schreckgespenst. Er war der schwarze Mann. Die Wurzeln meines Missverständnisses reichen zurück bis in die frühe Kindheit. Ich fühlte wie der Dichter, der sagte, ich wurde an einem Tag geboren, als Gott sich gerade krank gemeldet hatte. Ich für meinen Teil, sagte Regina, hatte das Gefühl, dass Gott meine Geburt gar nicht wahrgenommen hatte. Ich war unbemerkt auf die Erde gerutscht oder auf der Erde gelandet und hatte vergeblich versucht, seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Die bewusste Wahrnehmung meines Kampfes mit Gott begann in der Schule. Unsere etwas über 20-jährige Lehrerin in der ersten Klasse zeigte keinerlei Interesse, 46 Kids zu unterrichten, die nicht einmal wussten, wie man Schuhe schnürt oder die Nase richtig putzt. Das Schulbuch bekamen wir, wenn wir etwas nicht wussten, mehr als einmal um die Ohren. Als ich einmal meine tropfende Nase am Ärmel meiner Peter Pan-Bluse trocknete, schrie die Lehrerin hysterisch vor versammelter Klasse, ich sei ein fürchterliches Schwein. Ich war damals gerade 6 Jahre alt. Das war mein Einstieg ins Schulleben, das war mein Einstieg ins Leben. In der Schulkapelle mussten wir die Augen auf Schwester P. ausgerichtet halten. Wenn sie einmal in die Hände klatschten, mussten wir sofort auf die Knie fallen und beten. Wenn sie zweimal klatschte, hatten wir wieder auf der Bank zu sitzen. Und wenn das nicht so funktionierte, wie sie wollte, dann klatschte sie uns eine. Diese Schule war eher ein Armeetrainingslager. Statt Bildchen als seltene Belohnung zu erhalten, hätte man uns Kids lieber Tapferkeitsmedaillen austeilen sollen. Meine Frage war immer wieder, was hatte das alles mit Jesus zu tun? Wo passte Gott hier rein?
Jesus war für uns Unterrichtsstoff, eine Figur aus der Geschichte. Und Gott? Gott war ein Tyrann. Er war ein Rüpel, den man nur ablehnen konnte. Eines Tages, sagt Regina, begegnete ich Joe. Ich hielt ihn für den neuen Gärtner der Anlage. Er trug an dem Tag einen Priesterkragen und sah ohnehin nicht wie ein Priester aus, schon gar nicht wie ein Jesuit. Er stand lässig am Eingangstor unserer Anlage, trug ein knallrotes Flanellhemd und eine graue Arbeitshose. Seine zu groß geratene Nase glich einem Haken, an dem man bequem einen Regenmantel hätte aufhängen können. Sein Rücken war ebenfalls gekrümmt. Er sah aus wie der Klöckner von Notre Dame. Aber er war es, der Licht in mein Leben brachte. Joe gab Vorlesungen über Gott, über seinen Sohn, den Messias, Jesus. Und alles, was er sagte, war überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was ich über Gott wusste oder dachte oder ahnte oder gehört hatte. Joe war verliebt in seinen Gott. Und er war sich der Liebe Gottes ganz sicher. Er, eine der bizarrsten Schöpfungen Gottes mit 206 verformten Knochen, hätte doch allen Grund gehabt, sauer zu sein, sich zu beklagen, sich über sein Leben zu beschweren. Stattdessen liebte Joe. Joe liebte Gott. Er liebte seine Schöpfung. Er liebte das Leben. Er liebte die Menschen. Er konnte sogar sich selbst annehmen und sich selbst lieben. Nach einer Vorlesung konfrontierte ich ihn auf dem Flur. Er ließ es zu, dass ich meinen ganzen Müll, meinen Frust über Gott und die Kirche, meine völlig wirren Gedanken, alles über Jahre mitgeschleppte Gepäck bei ihm abladen durfte. Er hörte zu. Er sagte kein einziges Wort. Er ließ sich nicht auf eine unfruchtbare Diskussion ein. Er wartete geduldig, bis mein ganzer Überdruck raus war, bis die Luft raus war. Er sah meine totale Erschöpfung und sagte ganz ruhig, fast leise, dass die Regeln und Vorschriften nicht so wichtig seien. Das Gesetz sei für den Menschen gemacht worden und nicht der Mensch für das Gesetz. Dabei waren seine braunen Augen mit seiner unsagbaren Wärme mit einem Licht erfüllt, das spürbar von innen kam. Er lächelte. Und dann sagt er zu mir, weißt du, am Ende zählt nur eines. Gott wird nicht die Liste der Gesetze abfragen. Er wird nur eine Frage stellen. Hast du geliebt? Hast du geliebt? Das soll die Frage sein. Und das ist, was zählt. Ende der Debatte. Wieder war Regina Brett besiegt, aber diesmal besiegt durch göttliche Liebe. Regina wurde in dem Augenblick von Neuem geboren. Ihr wurden innerlich die Augen aufgetan für die Liebe, die Größe und die Herrlichkeit des Schöpfers. Ach, ich höre die Stimmen, die sagen, Liebe schon wieder Liebe. Liebe soll das alles sein? Was ist mit den Geboten Gottes? Du sollst nicht, du sollst nicht. Wir sollten die Gebote Gottes nicht immer als ertappte Täter sehen. Wir sollten sie als das verstehen, was sie wirklich sind. Schutzmaßnahmen aus Liebe.
aus Fürsorge, weil Gott uns liebt und uns bewahren will. Deshalb gab er die Gebote, nicht um uns zu tyrannisieren. Wem einmal das Portemonnaie mit der geringen Rente am Monatsanfang aus der Einkaufstasche geklaut wurde, der versteht, weshalb Gott sagt, du sollst nicht stehlen. Der Dieb verbiegt sein Gewissen, verdirbt seinen Charakter und endet vielleicht sogar im Knast. Die bestohlene Rentnerin aber leidet Sorgen, Mangel und Not, ausgelöst durch diese Tat. Du sollst nicht stehlen, eine Schutzmaßnahme. Er kam vorzeitig vom Manöver zurück und fand seine junge Frau mit einem Lover im gemeinsam angeschafften Ehebett. Der Captain verlor die Nerven, zog die Dienstwaffe und drückte ab. Einmal, zweimal. Und da lag seine Frau und ihr Freier in blutgetränkten Leinen tot. Der Captain wurde von der Militärpolizei sofort verhaftet. Innerhalb weniger Augenblicke waren 3 Leben zerstört. Mein Freund Phil Eggert, Pressefotograf von Stars and Stripes, musste das grausame Ereignis aufnehmen. Er war vieles gewohnt, aber ich kann mich genau erinnern, er kam damals völlig aufgelöst, erschüttert zu uns nach Hause und meinte nachdenklich, es war Gottes Liebe und Fürsorge, das in Steintafeln verewigte, du sollst nicht Ehe brechen. 10 Gebote, nicht zu tyrannisieren, sondern als Schutzmaßnahme aus Liebe und Fürsorge für uns Menschen, als Grundlage jeder Zivilisation. Jesus fasste all die 10 Gebote der Tora in eine einzige zusammen. Das wichtigste, das höchste Gebot, das vornehmste Gebot. Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, und das andere ist ihm gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Johannes schreibt es so: Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Er vergisst nie. Er vergisst nicht den einen. Und er vergisst nicht der Einzige, er wirbt um uns. Das ist unsere Bestimmung auf diesem Planeten, seine Liebe wahrzunehmen, seine Liebe aufzunehmen und sie wieder zu reflektieren in unsere Umwelt hinein. Die einzige Frage, sagte Joe, wird nicht sein, kennst du die 10 Gebote? Die einzige Frage wird sein, hast du geliebt? Ian Pitt, Professor des Fuller Theological Seminary, hatte sich entschieden, mit der Familie von Schottland nach Amerika auszuwandern. Die kleine Tochter Rosemarie hatte ihre schon etwas sehr mitgenommene, alte, aber heiß geliebte Puppe unter den Arm geklemmt und war so ins Flugzeug gestiegen. Nach einer Zwischenlandung in der Transithalle merkte Rosemarie plötzlich, dass ihre Puppe verschwunden war. Hektisch wurden alle mitgebrachten Tüten, Taschen und Mäntel durchsucht, aber die Puppe war weg und sie blieb verschwunden, sie war unauffindbar. Da heulte Rosemarie haltlos los. Nichts, aber auch gar nichts, auch keine Versprechungen der Eltern, ihr eine neue Puppe zu kaufen, halfen. Rosemarie war untröstlich. Ohne ihre Puppe würde sie in kein Flugzeug steigen. Alle Familienmitglieder waren verdonnert, an der gestatteten Suchaktion teilzunehmen und alle verpassten den Anschlussflug.
Schließlich tauchte jemand mit Rosemaries Puppe in der Hand auf. Die Puppe war gefunden. In dem Augenblick strahlten die Augen des Mädchens. Sie wischte die Tränen von den verschwollenen Augen. Der ganze Jammer war spontan vergessen. Sie hatte ihre Puppe wieder. Überglücklich hielt sie die Puppe fest und wiegte sie zärtlich in Armen. Die ganze Welt war wieder in Ordnung. Jetzt konnte die Familie mit nächster Maschine weiterfliegen. Die strapazierte, diese alte, für manche Augen schon hässliche Puppe war Rosemarie das Schönste, das Wichtigste. Manche sind liebenswert, weil sie einfach liebenswürdig sind. Manche sind deshalb liebenswert, weil sie geliebt werden. Phil Yancey, bekannter amerikanischer Autor, hatte viele Predigten gehört und auch selber gehalten. Die meisten Predigten sind bei ihm längst in Vergessenheit geraten. Aber Rosemaries Geschichte mit ihrer Puppe ist ihm im Gedächtnis geblieben. Niemals zuvor war Phil Yancey so bewusst geworden, dass wir deshalb wertvoll und einfach liebenswert sind, weil wir trotz aller Macken und Mängel von Gott Geliebte sind. Das wurde ihm deutlich und klar, als er Rosemaries Geschichte hörte. Gerade so ist es mit uns. Wir sind vielleicht alt und verschrumpelt. Wenn wir in den Spiegel gucken, sagen wir, was bin ich das? Und wir sehen uns selbst an und blicken in uns hinein und sehen nichts als einen Abgrund, als so viel Versagen und Fehler. So mangelhaft. Vielleicht auch so abgegriffen vom Leben. Was uns wertvoll macht, ist die Tatsache, dass Gott uns liebt. Das heißt, dass Gott dich liebt und dass Gott mich liebt. Ob wir das fassen können oder nicht, ich glaube, es ist unfassbar. Man kann es einfach nur dankbar annehmen. Ich bin von Gott geliebt und er hat gesagt, ich werde dich niemals vergessen. In meine Hände habe ich dich gezeichnet. Selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen könnte, ich kann dich nicht vergessen. Du bist wertvoll, weil du geliebt bist. Wenn wir von dem Gott, der Liebe ist, der sich in Jesus, der Messias, allen Menschen offenbart hat, gefunden sind, besser, wenn wir uns finden lassen, gibt es im Himmel ein Feuerwerk der Freude. Die Bibel sagt, über einen Menschen, der umkehrt, werden alle Engel im Himmel sich freuen. Heute haben wir diese Chance, unser Leben diesem Gott der Liebe anzuvertrauen und darin zum Frieden und zur Ruhe gelangen, neue Perspektive zu sehen, weil wir wertvoll und wichtig sind durch die Liebe Gottes. Und dann werden wir zutiefst erfahren, der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.